Ja, also ich bin froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Wir haben im ersten Satz verloren, es war ein bisschen unglücklich, wir haben ein paar einfache Fehler gemacht. Aber ich glaube schon, dass wir danach das bessere Doppel waren. Wir haben beide sehr gut gespielt, haben uns gut abgesprochen, es hat super funktioniert. Ja, und ich hoffe, dass wir es morgen im Viertelfinale dann genauso, vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser machen können, und dann bin ich sehr zufrieden. You lost the first game, but what changed the tactics and what you came back strongly in the second, third and fourth game? Nina hat das ja schon ein bisschen erklärt, dass wir am Anfang etwas leichte Fehler gemacht haben, die wir sonst nicht unbedingt machen, aber im Ballwechsel waren wir eigentlich gut dabei, hatten Spannungen, sind auch gut gelaufen und hatten da eigentlich auch ein bisschen Vorteil, und es ist uns dann danach zum Glück gelungen, dass wir die leichteren Fehler abgestellt haben und mit den Bällen dann auch mal gepunktet haben, und ja, so haben wir dann zum Glück das Spiel am Ende gewonnen. And how we prepare for your quarterfinal now? Ich wieder, oder was? Ja. ja, also wir werden gleich erstmal hoffentlich gut schlafen, dann morgen früh können wir ausschlafen, das ist schon mal schön, weil wir erst mittags wahrscheinlich spielen. Und dann werden wir uns, glaube ich, so wie immer vorbereiten, dass wir dann gut und warm auch ins Spiel gehen können. Vielleicht werden wir uns nochmal Spiele angucken, wie wir gegen die gespielt haben. Wir haben zwar noch nie zusammen gegen die beiden gespielt, aber ja, ich glaube, es ist ein offenes Spiel, und ich hoffe, dass wir dann gut da sind und ja, dann auch gut spielen werden. Das hoffe ich auch. I'm sure there's a lot of table tennis fans back home in Germany watching, supporting you. What will you be saying to them back home in Germany? Danke für eure Unterstützung. Wir werden morgen unser Bestes geben, um bei dem ersten Grand Smash mit einer Medaille nach Deutschland zurückzukehren. Ich stimme dem zu.